Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute geht's zum Blood Cup und ich möchte so eine kleine Überleitung machen. Und zwar zu den Spielen, die wir noch nicht behandelt haben im letzten Part, bis hin zu den Spielen, die es vielleicht schon gibt. Also, was wäre denn so ein Einfall für dich? Welche Spiele gibt es denn schon, welche du gerne mal bereden möchtest? Vielleicht mal so über das Problem, oder nennen wir es mal, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass es so viele Remakes und Ports gibt. Wir haben ja eine Reihe an Wii-U-Ports, die wir eine Zeit lang abarbeiten mussten. Also Mario 3D World, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U und zum Beispiel noch. Mir fällt gerade nichts anderes. Captain Toad. Stimmt. Captain Toad. Hast du Mario Kart 8 Deluxe schon genannt? Ja, ich hab's schon genannt. Gut. Ja, das ist ja auch hier einfach nur ein Vorort. Wobei, hier mit dem Booster-Streckenpass jetzt natürlich auch noch viele neue Inhalte. Also ist das stimmt. Echt. Mit dem Booster-Streckenpass hat das Spiel nochmal einen ganz anderen Touch bekommen. Was ich sehr gut finde, weil sonst hat es sich einfach nur so angefühlt wie Mario Kart 8. In etwas hochauflösender, vielleicht sogar noch in halt besserer Leistung. Weil Mario Kart 8 war halt nicht in 60 FPS, sondern irgendwie in 59,98 oder so. Also es lief nicht 100% flüssig. Du Dexbuh, ey! Nein, was ich am Booster-Streckenpass auch begrüße, ist halt, dass wir jetzt noch ein paar mehr Retro-Strecken haben. Und die sind halt nicht alle so generisch wie die Mario Kart 8 Nitro-Strecken. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das nicht mache. Aber dass das hier auch nochmal noch deutlicher wird. Ja, das ist halt wirklich so. Das ist einfach das Problem. Wobei die komplett neuen Strecken ja auch besser geworden sind, muss man sagen. Nee, aber das kann ich auch schon mal dazu sagen, zum Mitschreiben, falls dann irgendwann mal das Mario Kart 8 Base Game Strecken Ranking kommen wird. Da werden die Base Game Strecken auch nicht unbedingt sich mit rumbekleckern. Ja, aber um vielleicht jetzt noch mal ein bisschen von Mario Kart wegzukommen. Mhm. Animal Crossing New Horizons ist ja, glaube ich, nach 8 Deluxe das meistverkaufte Spiel auf der Switch tatsächlich. Okay, ich habe jetzt die Verkaufszahlen nicht im Kopf, aber ich finde, es ist sogar verdient. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, Luigi's Mansion. Boah, wie viele Verkaufszahlen hat das denn? Also, ich schätze jetzt mal, wie viel hat denn Animal Crossing? Weißt du das? Boah, genau, die genaue Zahl. Scheiße, Mann. Nicht so. Ich glaube aber über 30 Millionen. Ich glaube, die. Über 30 Millionen hat es sogar schon im ersten Jahr, aber da könnte ich jetzt auch lügen. Zumindest in den ersten zwei Jahren. Das war halt ein kluger Schachzug von Nintendo, das genau in der Corona-Zeit rauszubringen. Naja, was heißt ein kluger Schachzug? Es war ja schon vorher geplant und es war sogar sehr glücklich. Es war sehr glücklich. Gut, es hat den halt in die Karten gespielt. Okay, ja. Das muss man dann auch dazu sagen. Es war sogar sehr glücklich, dass sie es dann nochmal nach 2020 verschoben haben von 2000. Also da hatten die echt Glück, muss man sagen. Und trotzdem ist das Spiel, glaube ich, immer noch nicht so richtig ausgereift. Ich glaube, es hätte besser werden können. Vor allem so Quality-of-Life-Anpassungen fehlen mir in dem Spiel ein bisschen. Es ist manchmal so ein bisschen viel Einzelarbeit und das nervt auch einfach irgendwann, weil man nicht bei manchen Sachen nicht gewisse Stückzahlen einfach nur kaufen kann, sondern immer nur 1 oder 5 oder sowas. Also das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel, aber das zieht sich einfach durch das ganze Spiel, finde ich. Das ist extrem schade. Ich war vorher auch noch nie wirklich in der Serie drin, aber Corona hat mich halt dann auch dahin geführt. Und in der Corona-Zeit hat es mir auch echt viel Spaß gemacht. Ja, das war so die Zeit, wo sehr, sehr viele, vor allem Nintendo, von der Switch halt sehr, sehr profitiert hat in der Corona-Zeit. Ja. Ansonsten,
Aber was sagst du denn zum Beispiel zu Bowser's Fury? Jetzt nicht spezifisch Super Mario 3D World, sondern nur Bowser's Fury alleine. Man mal machen. Also, wäre das jetzt einfach ein normales Spiel gewesen, sage ich mal. Es wäre zu kurz gewesen wahrscheinlich. Ja, es wäre zu kurz gewesen, das einmal, und das Konzept wäre dann vielleicht doch auch ein bisschen zu unspektakulär gewesen für ein ganzes Spiel. Aber so als Bonus war das einfach super. Also, das hat 3D World nochmal schön aufgewertet. Man hätte das als Super Mario Odyssey DLC verkauft. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Wobei ich finde, dass es jetzt hier besser reingepasst hat. Ja, gut, jetzt wo sie es dann halt so gemacht haben mit der Katzenglocke und allem möglichen. Ich denke mal, dass sie es dann halt noch an 3D World angepasst haben und das dann halt dabei gesteckt haben. Also bist du auch einer, der die Theorie unterstützt, dass es ursprünglich als Odyssey DLC gibt? Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich will es jetzt nicht, für mich jetzt nicht komplett daran festlegen, aber es ist gut möglich, dass es als Odyssey DLC geplant war. Nur, was es mich dann schon wieder ein bisschen nachdenken lässt, ist halt, dass da mehr Passagen für 3D World dabei sind, halt für die Katze, für die Katzenglocke und so weiter und so fort. Und halt, dass Fury Bowser auch mehr an die Katze angelehnt ist und dass generell alles für wie eine Katze gestaltet ist. Es gibt ja Katzenwolken, alles ist wie eine Katze. Wobei das auch immer noch, wenn du schon das so unterstützt, würde ich behaupten, das kann auch immer noch durch Nachbearbeitung passieren. Ah, man weiß es ja nicht, wie gesagt. Und eventuell gab es für manche Passagen ja auch einfach irgendwelche Gegner, die man hätte capturen können, um die stattdessen nehmen zu können. Halt. Möglich. Zum Beispiel irgendwie ein Pünktchen. Kann man die Pünktchen irgendwie capturen? Geht das? Gibt's sie? Weiß ich gar nicht so. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob es sie gibt, weil. Sind ehrlich gesagt, die könnte man noch capturen, also dass sie so wie ein Paragumba sind. Ach nee, nicht Pünktchen, Parapünktchen meine ich auch. Ansonsten. Oh. Paragumba gibt's ja, aber die können halt nicht hochfliegen, sondern nur auf einer Ebene. Ja. Oder nur minimal an Höhe. Ja. Ansonsten würden wir jetzt halt keinen. Das wäre witzig gewesen, wenn man Plessy capturen könnte. Stimmt. Das wäre witzig gewesen. Einfach mal als Katzenplessi ist ja schon Mario Plessi. Katzenplessi gibt's ja wirklich. Am Ende. Ja. Genau. Ansonsten. Wie stehst du eigentlich zu Odyssey als Spiel? Magst du das? Ich finde, Odyssey ist ein bisschen zu einfach, finde ich. Also, zumindest hat's ein bisschen wenig für die Story getan. Also, ich weiß nicht, mir geht das Spiel zu schnell vorbei. Ob es irgendwie daran liegt, dass es zu einfach ist oder ob es einfach zu wenig Content ist, das kann ich nicht sagen. Aber das ist mein Problem. Es ist halt zu schnell zu Ende. Das Spiel hat massig Content. Für die 100% meiner Meinung nach sogar etwas zu viel. Ja, die 100% halt dazu holen ist halt schon sehr asozial. Das stimmt schon. Genauso wie bei Yoshi's Crafted World. Nur, da ist es nur noch schlimmer. Ich finde, da haben sie haben es in beiden Spielen mit den 100% aber mal übertrieben. Und bei Yoshi's Crafted World, da wollen wir gar nicht drüber reden mit dem ganzen Scheiß-Bit. Aber jetzt, um auf Odyssey zurückzukommen, da haben sie die Story aber einfach zu kurz gehalten, der Meinung. Und ich habe bei. Weil die Boodles, die waren keine Herausforderung, finde ich. Weil das gleiche Problem sehe ich auch bei Super Mario Bros. 1. Die Story wirkt mir auch ein bisschen kurz und die Bosse, Über die Bosse brauchen wir jetzt gar nicht reden. Bowser Junior, ja gut. Bowser Junior. Ach ja, schon wieder Bowser Junior. Ja, und dann am Ende halt nochmal Bowser Junior. Und im Final Castle gibt's halt nicht mal irgendwelche. Irgendein Zwischenboss gibt's gar nicht. Und das finde ich halt ein bisschen schade mit Super Mario Bros. Wonder. Das Spiel an sich ist klasse, die Bosse sind halt wirklich totaler Abfall. Und es wirkt halt, finde ich, auch echt kurz, wenn man nur die Story spielt.
Ich finde, Nintendo muss sich auch einfach mal wieder wagen, für die Story mehr Levels verpflichtend zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie an Miyamoto liegt oder so, dass sie halt, die ganze Zeit diesen Gedanken haben, ja, Story, wer braucht denn schon eine Story? Oder nicht? Das ist doch da bei Miyamoto auf seinem Mist gewachsen. Ja, und ansonsten... Ja, es ist, was soll man schon noch anderes zu sagen? Es ist halt... Kein Spiel ist perfekt. Was kann man nochmal zum Abschluss sagen? Also, du könntest zu jedem Spiel, selbst zu Luigi's Mansion 3, finde ich, dass das mit dem Geld ein bisschen übertrieben ist, halt. Ansonsten... Wobei ich das gar nicht so sehe. Das Geld brauchst du nicht. Und dass es so viele Secrets gibt, begrüße ich doch eigentlich schon. Das mit dem Geld finde ich nicht so schlimm. Ja. Da würde ich eher kritisieren, dass die letzte Etage teilweise ein bisschen verbuggt ist. Ja, gut, ja. Und dass sie sich mit dem Polterkätzchen etwas übertrieben haben. Ey, das Ding ist so nervig. Das kann man keinem erzählen. Junge, ist das nervig. Das stimmt aber. Aber sonst finde ich es eigentlich sogar recht gut. Weil ich. Ja, klar, diese ganzen seltenen Geister im Online-Modus. Ich habe da sowieso noch nie irgendwie was gekriegt. Das ist halt nochmal so eine richtige Herausforderung. Mhm. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Zumindest diese Main-Secrets mit den. Das sind für mich halt diese Kristalle und ich finde, damit haben sie es nicht übertrieben. Ja, gut, das stimmt. Und die sind auch nicht immer zu leicht. Also das ist schon in Ordnung. Aber so, dass das auch gut machbar ist. Und die Buhus finde ich, ja, da muss man halt ein bisschen Backtraveling betreiben, aber das ist auch noch in Ordnung. Auf jeder Etage ein Buhu. Ich weiß, viele mögen die nicht und haben damit auch Schwierigkeiten, aber ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich habe die eigentlich immer gut gekriegt. Okay. Ich hatte damit nie wirklich Probleme. So, ich krieg nochmal eine Bombe ins Face. Schade. Keiner bekommen. Ja, aber es ist. Ich finde Luigi's Mansion 3 sowieso schon echt ein absoluter Banger. Also ich bin mal gespannt, wie sie das mit einem möglichen vierten Teil noch toppen wollen. Ja, das wird schwer. Generell bin ich mal gespannt, wie sich auch das Remake von Luigi's Mansion 2 so spielen wird. Weil ich habe jetzt so in den Trailern gar nicht so viele grafische Veränderungen gesehen. Also es sieht halt immer noch aus wie ein 3DS-Spiel. Deswegen. Ah, sieht wirklich so aus, als hätten sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Also ich finde, grafisch sieht man da kaum irgendwie eine Veränderung. Naja, ansonsten, was sagst du zu F-Zero 99? Boah, ob es das jetzt gebraucht hätte. Aber ist bestimmt eine ganz witzige Idee. Aber einige werden da sehr salty sein. Ja, ich habe mir leider auch die Hoffnung gemacht auf den neuen Teil. Aber ich glaube, nach diesem Schlag in die Fresse von Nintendo, da glaube ich dann doch, dass es endgültig confirmed ist, dass F-Zero keine Bühne mehr bekommen wird. Ich hoffe, dass sie noch einen Mario Bros. Teil bringen in Form von Mario Bros. 35, also so in der Art. Ja. Wäre cool, aber wir werden sehen. Ja eben, das ist auch so eine Sache. Das kannst du halt nie irgendwie in der Zukunft voraussehen. Das ist... Ja. Alter, ist das hier eine Scheiße. Boah, bei dir läuft ja überhaupt nicht. Nee. Fünfter schon wieder. Nur 33 Punkte. Naja, einen Cup hast du ja noch. Den Blitzcup. Vielleicht läuft beim Booster Streckenpass ja besser. Ja, oder so, oder im Wii U DLC. Wie gesagt, auf jeden Fall. Stimmt, die gibt es ja auch noch, ja. Ja. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann im Blitzcup, dem Finale der Retro Cups. Bis dann und ciao.